Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Super Mario 64 versus zusammen gegen den lieben Gio hier in Part 9. Hallo. Und ich würde sagen, auf 3 geht's los. 1, 2 und 3. Los geht's. Yay! Oh, gefällt. Yay! Gut. Bei mir geht's jetzt richtig los hier in Dire Dogs. Ja, bei Dire Dogs. Oh, bin ich auch gerade, lol. Du bist jetzt auch hingegangen? Ja. Oh, lol. Okay, ja, das ist cool. Weil das meinte ich gerade, da wollte ich noch schnell hingehen. Oh Mann, ey. Und ich stehe davor und denke mir so, ja, oh, ja, dann machst du nächsten Part einfach das hier, denn danach machst du Bowser, easy. Ja, Bowser wollte ich tatsächlich noch nicht machen, aber stimmt, könnte man eigentlich auch schon machen. Nur die roten Münzen, ich hasse die. Das sind so diese schwierigeren Missionen. Hier weiß ich, dass in der PAL-Version gerne mal laggt. Und ja, hier kommt es auch teilweise zu Lags. Bei dir auch, ne? Ja, das ist normal, das ist bei jedem leider so. Frag mich nicht, wieso, aber aus irgendeinem Grund ist das hier so. Holy shit. Ja. Diese Lags sind da etwas nervig, das ist glaube ich dann im nächsten Level dann nicht mehr so schlimm. Es tut uns leid, dass es so ist, aber ja, aber man kann ja nichts machen, das ist halt normal. Leider. Wie muss man denn nochmal hier gehen? Stimmt. Ist ja alles ein riesengroßes Lava-Level, ja Gio. Lava. Genau, das Wasser-Level ist ein ziemlich großes Lava-Level. Das komplette Gegenteil dabei, ey. Egal. Wasser trifft Lava. Und daraus okay, das war Erde. Blöd. Das war sehr, sehr blöd. Und besser Gestein eigentlich immer, ja. Boah, diese Lags sind so nervig, weil man kann dadurch echt schlechter spielen. Ja, oh Mann, ich bekomm's nicht hin, aufs U-Boot zu gehen wegen diesen Lags. Echt? Okay, ich bin doch nicht drauf. Und ich hab's geschafft und gerade einen Stern gesammelt. Laggt es da vor dem U-Boot bei dir? Ja. Ja, okay. Doch, gut. Das hatte ich nicht so in Erinnerung. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es irgendwie hinbekommen habe, dass es bei mir dann nicht mehr hier gelaggt hat. Echt? Damals. Aber bei den meisten Leuten laggt's hier immer, deswegen. Keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es fixen kann. War auch ein bisschen kacke ist. Aber ich meine, wir haben beide Nachteile. Ich bekomme es einfach nicht aufs U-Boot zu gehen. Wie bist du da raufgekommen? Einfach vorzügig raufgegangen. Einfach darauf geschwommen oder wie? Nein, da ist ein Schalter, den du betätigen musst. Ach, du bist so hingegangen? Ja, klar. Ich bin doch nicht lebensmüde. Interessant. Okay, dann muss ich das auch machen. Ach man, ich habe jetzt gerade so viel unnötige Zeit verschwendet. Einfach nur wegen diesen blöden Lags. Ohne Lags wäre es hier möglich, was ich gerade machen wollte. Naja. Passt schon. Alles gut, mein Schatzi. Du kannst gerne noch ein bisschen Zeit verschwenden. Habe ich absolut null Problem mit. Wirklich. Nee. So. Mann, einfach nur wegen den Lags ist es ein blödes Level. Sonst ist das Level eigentlich ziemlich cool. Das letzte Mal, als ich Mario halt wirklich gespielt habe, war... Also Mario 64 gespielt habe, war damals auf meinem ganz alten Kanal. Als Projekt und... Irgendwie... Seitdem meine Erinnerung nicht mehr so ganz frisch, was vieles angeht. Weswegen denn? Ja, bitte? Weswegen denn? Es ist halt alles so lange her, ne? Okay, das war nicht gut. Ich wollte eigentlich durchskillen. Ich weiß nicht, ob ich alle roten Münzen noch weiß. Ich weiß, dass ich in meinem Projekt damals hier mega die Probleme hatte. War so richtig hart. Stimmt. Ich glaube, ich weiß, wo alle sind. Ich hoffe es zumindest. Die sind ziemlich eklig hier, teilweise. Also versteckt jedenfalls. Wenn du das nicht weißt vorher, dann hast du ein Problem. Hm. Oh, die Schilder, das da klappt. Wie viele Münzen habe ich? Ich habe jetzt eine Münze. Kam die eine Münze vor dir vor oder hinter dem Herz? Oh, Moment, ich habe gerade beinahe gestorben. Hinter dem Herz. Wie viele Münzen hattest du vor dem Herz, meine ich? Keine, glaube ich. Ich habe meine erst irgendwo da oben bekommen. Okay. Meine ich jedenfalls. Nachher mache ich was falsch. Das werde ich dann früh genug erfahren. Richtig. Also ich habe jetzt 2 Münzen. 3 ist hier. Ich habe 5, glaube ich, oder so. 5 schon? Wo bist du denn jetzt gerade? Die Treppe hoch? Ich bin gerade bei diesem komischen Lift, der nach oben und nach unten fährt. Warte, da hast du 5 Münzen? Ja, ich bin schon bei der 6. Warte, der Lift, der nach oben und unten fährt. Also, kommt der Lift, der hier. Es gibt ja 2 Lifte. Einmal den richtigen Aufzug und einmal diese komische Platte, die nach oben und unten geht, weißt du? Ja, ja. Und da bin ich gerade bei der Platte halt. Okay. Ich weiß gerade nicht, wie ich an diese rote... Okay, das war blöd. Ich wusste nicht, wie ich an die rote Münze da kam. Hä, wie Alter, das war ganz so knapp, Junge. Junge. Ich weiß wie. Oh, ich bin blöd. Okay, ich bin blöd. Die Lags gerade eben haben mich zu krass aus dem Spiel gebracht. Eine rote Münze fehlt mir noch, dann habe ich's. Jesus Christ. Das ist einfach normal. Ich glaube, hier ist auch noch eine rote Münze auf dem Weg, oder? Oh, Jesus, hab ich erschrocken. Nee, ist sie nicht. Wo bist du? Rote Münze. Ah, hi, rote Münze. Wie geht's dir?
Ganz schön heiß hier, kommst du öfters her? Ich bin gerade extrem blöd. Also richtig, richtig blöd, Mann. Richtig, ach Mann. Ja. Blöd, richtig, Fahrt. Mann. Genau. Entschuldigung, guten Tag. Bei mir läuft es gerade nicht so gut. Ich habe eben das Gefühl, dass es jetzt die ganze Zeit bei mir laggt. Kein Hane, und das ist extrem blöd, dieses Gefühl. Vor allem, wenn man keine Musik hat, das ist das Problem. Oh ja, das, ohne Musik könnte ich zum Beispiel gar nicht erst spielen. Das wäre... Und so, ohne Musik muss ich leider spielen, damit ihr den Ton hört. Present ist ein Held. So, und Stern angesammelt. Perfekt, sind noch Bowser klatschen, dann habe ich es hier geschafft. Ah, bei mir lief das Bowser-Level bisher gar nicht gut. Überraschend. Eigentlich dachte ich, dass du hier richtig upskillen wirst und ich hier richtig abschmatzen werde. Das dachte ich auch. Nein, eigentlich nicht, aber... Mann, ich hab's einfach nicht gut gemacht. Die Lags ganz am Anfang des Parts haben mich so ein bisschen aus dem Spiel gebracht. Ja, ich weiß, blöde, Entschuldigung, bla bla bla. Aber ich habe echt das Gefühl, dass es die ganze Zeit gerade bei mir ruckelt oder so. Auch wenn es wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Bowser, was machst du da? Bist du ein Gagger? Erdbeben hat doch nur Step auf Boden-Pokémon. Oh, das war so lustig. Voll lustig, Mann. Warum kann sich Bowser eigentlich porten? Girl. Gute Frage. Du meinst jetzt, wenn du dich porten kannst, bist du cool, oder was? Girl. Alter! Bowser! Ich habe jetzt hier 5 rote Münzen. Ey, du fette Schildkröte! Wenn du die Treppe nach oben gegangen bist, wie viele Münzen hattest du da? Wie viele rote? Welche Treppe war da nochmal? Ich hab schon vergessen, dass es eine Treppe gab, wenn ich ehrlich sein soll. Oder nicht diese, also diese Plattform, die nach oben und unten geht. Also 6 oder so, 5 oder 6. Also diese große Treppe, ich sag ja erst immer Treppe, also mit den ganzen Zäunen dazwischen. Ich weiß, du meinst, ich meine, dass ich 6 hatte, oder 5 oder 6 oder so. Okay. Ich weiß aber echt nicht mehr. Da ist jetzt 7, ja, nee, ich glaube, ich habe alle gleich. Einer ist kurz vor Ende. Ja, das weiß ich. Upsa, nein, das ist nicht gut. Wie der Bowser mich gerade trollt oder so? Oh, heiß. Ich sterbe gleich bei Bowser. Ja, bei mir läuft es gerade auch nicht gut. Er lässt einfach nicht seinen Schwanz packen. Das ist okay. Ach, for fuck's bei mir, sake. Ich habe echt das Gefühl, dass es gerade bei mir extrem laggt. Ich weiß nicht, wieso. Und müsste doch die FPS da angezeigt werden. Ja, deswegen ja. Und da steht die ganze Zeit 60 FPS. Oder dann so. Hast du... Das Lagfieber. Nein, Entschuldigung. Das war jetzt... Alles gut. Jetzt bin ich tatsächlich bei Bowser gestorben. Der lässt sich aber auch nicht am Schwänzchen packen. Das ist der Hammer. Du bist bei Bowser gestorben? Ja. Das finde ich gut. Der hat sich partiell durch das Schwänzchen greifen lassen. Alter. Ist gut, Bowser. Shut up. Don't be such a dick. Okay, ich habe jetzt den Stern endlich. Oh Mann, das lief eigentlich nicht gut. What the fuck? Ist die Kamera? Oh mein Gott. Jesus fucking Yellow Penguin. Ja, sehe ich auch so. You spit my head right round. Right round. Okay, gut. Okay. Jetzt nicht verkacken. Nein! Bist du tot? Nein, aber ich habe ihn daneben geworfen. Ach man, ich hasse Bowser. Er ist doof. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Verkack, komm. Nein, nein, nein. Noch nicht. Warum nicht? Weil der Bowser ist schwerer, als ich ihn in Erinnerung habe. Ja. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er so einen Quatsch hier macht. Und wieder nicht die Bombe getroffen. Er leckt mir doch die Zucker in den Kopf. Come on. Lass mich jetzt ihn packen, danke. So, 1, 2 und 3. So. Nein, das war doch sicher. Endlich, meine Güte. Boah, du fette Schildkröte. Oh nein, jetzt teleportiert er sich auch. Ja, es ist sogar super nervig, gar nicht so schlimm in Erinnerung. Aber ich glaube, ich habe ihn jetzt. Außer ich mache jetzt gerade den größten Fail des Jahrhunderts, dann habe ich ihn. So, ich habe ihn jetzt geklatscht und geschützt. Okay, ich habe ihn auch. Meine Güte, das war echt zu nervig. Gut. Dann können wir nachher in das, ist ja später schon, in das Obergeschoss gehen. Meine Güte, das ist der Lieblingsteil von mir. Richtig, wobei, du hast noch nicht alles fertig in der Wüste, nee, ne? Nee. Ich habe auch noch nicht Nessie fertig. Aber ich muss eigentlich nur noch Nessie machen. Du musst nur noch, nee, stimmt, du musst Nessie, die goldenen Münzen machen und die Wüste. Also die goldene Wüste in Nessie, bei Nessie halt. Aber ja, ja. Und die Wüste musst du auch noch machen, für die goldenen Münzen. Die Wüste, Oh, fuck. Und, nee, da darfst du ruhig ein bisschen failen. Du der Erste? Nein, du bist nicht der Erste und das. So, ich habe jetzt 10,5 Minuten. Schaffe ich dann. Oh mein Gott, so fühlt sich die Abtreibung. Nessie, hoffen wir es einfach mal. Nee, das sollte eigentlich hinbekommen. Sollte ich eigentlich hinbekommen. Puh. Hoffe ich. Denke ich. Holy shit.
Die zwei sind schon mal nicht gewesen, das weiß ich. Bist du die Richtige? Nein, das hört sich mal als Nein auf. Ah, verdammt, Kuhmist. Na also. So, jetzt geht's los. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Wenn man hier einmal... Ich habe echt das Gefühl, dass es die ganze Zeit immer wieder ganz kurz Verseinbrüche gibt. Das ist echt gerade nicht lustig. Oh, ich find's ganz lustig. Nee. Dadurch ist das Spiel, bringt gerade echt weniger Spaß, als es eigentlich könnte. Sollte. Tu. Wie viele Schatztruhen gibt's hier eigentlich? Ey, Mario! Ah, ich weiß, du magst Wasser, aber lass dich bitte nicht von diesem Ding einsaugen, ja? Oh, jetzt gibt's Lags. Holy shit. Nein, nicht den. Ich hasse dich, Mario. Du fetter Klempner. Deine Mama bringt dir gerade auch nichts. Okay, ich wundere eigentlich, ich konzentriere mich gerade so ein bisschen, weil ich jetzt gerade die 100 gelben Münzen mache. Nee, keine Sorge, ich hätte manchmal Angst, dass das Internet weg ist. Nee, alles safe. Aber ich konzentriere mich gerade, wie gesagt, nur ein bisschen 100 gelben Münzen, weil ich muss jetzt gleich die blauen Münzen machen. Naja, mach so. Okay, jetzt ist die Frage, weiß ich es wirklich doch, wie, wo die ging? Ja, doch, ich weiß es noch. Du bist Nummer 1 gewesen, nicht wahr? Richtig, du bist Nummer 1. Nummer 2 war da hinten direkt. So, wäre die Kamera jetzt nicht so blöd, könnte ich auch die blauen Münzen bestimmt einsammeln. Wahrscheinlich ist das der letzte gewesen. Das ist das letzte nervige Stück direkt, das zwischen dem Stern und man selber steht. Zwischen, ich weiß, was ich meine. Wahrscheinlich. So. Okay, Leute. Jetzt kommt's drauf an. Blaue Münzen, komme ich sie hin oder nicht? Wenn man sie failt nämlich, ist eigentlich schon fast verloren. Dann kann man die Mission restarten. Wow, ich fail, okay, ich hab alle hinbekommen. Was machst du? Ich hab 60 Münzen. Wie? Machst du gerade? 100 gelbe Münzen bei Nessie. Ah, okay. Und ich hab auch alle. Hast du rausgefunden, wo die Fall sind, oder was? Ich wusste es ja. Ah, okay. Krass, ich wusste es nämlich immer noch nicht. Scheiß direkt das da. Das finde ich gut, weil ich hab alle hinbekommen. Ey, dieser Strudel geht mir gerade so auf meine Nüsschen. Okay. Was hab ich denn getan? Und da ist so ein Hai. Was will der Hai von mir? Hau ab. Get the fuck out of my way. Boah, ich werde wieder aggressiv, ich merk's. Ich bin gerade ruhig. Ich habe nur Angst davor, dass ich jetzt faile, weil ich muss mich jetzt richtig konzentrieren. Ich habe nämlich 64 Münzen und eigentlich muss ich jetzt nur noch die roten Münzen machen und den Raum clean. Ich werde gleich eingesaugt. Und vorher muss ich mich noch hier hin und das ist die Stelle, vor der ich Angst habe. Nein! Weil wenn ich hier runterfalle, habe ich verloren. Also habe ich nicht verloren, aber dann ist das alles umsonst gewesen. Und vor allem mit den Lags gerade habe ich einfach viel zu viel Angst. Wie viel Zeit haben wir noch? 7 Minuten. Ach, leck mir doch die Kochonis. Wieso, was machst du jetzt gerade? Ja, gar nichts. Ich bin jetzt zweimal dem Wasserlevel gestorben, weil es mir zu nervig ist langsam. Und geh jetzt einfach irgendwie in die Wüste und versuch da was zu reißen. Okay, ich habe das schon mal geschafft. Okay, ich bin hier nicht gestorben. Okay, ich glaube, ich sollte es schaffen. Wenn ich jetzt nicht blöd spiele, so wie das jetzt hier, dann habe ich die 100 Münzen safe in diesem Part. Mit den roten Münzen zusammen. Pyramide Puzzle. Ich das Pyramidenpuzzle in der Zeit hin? Müsste ich eigentlich. Oh Gott, Kamera, please. Das Pyramidenpuzzle, das schaffst du easy. Ah, du kennst mal den Kommentar. 6,5 Minuten. Trotzdem. Selbst wenn du extrem blöd spielst, solltest du das schaffen. Nein. Das war safe. Ich war safe da drauf. Sag bloß, das verkackt. Der hat sich nicht festgehalten. Ja, hab ich. Yeah. 6 Minuten, es ist noch immer noch machbar. Wenn ich jetzt nicht blöd sterbe, ist es machbar. Ja, Sterne wäre echt toll. Oh Mann. Weil die Route, die ich gefahren bin, war echt schnell. Das war echt gut, was ich gemacht habe, aber... Wir haben beide keinen guten Part. Das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht schön, Mann. Wir haben irgendwie nicht gerade so viel Glück heute. Und leider kann man die Spinnen hier nicht farmen, falls ihr das denkt. Wenn man einmal die Spinne tötet, kommen da keine Münzen mehr raus. Ja, das ist uns echt viel zu leicht. Das könnte man da wirklich ist. 100 Münzen farmen. Ah, das wollte ich nicht. Also so schlau waren die da schon, die Entwickler. Wenn sie die Kamera schon verkackt haben. Richtig, da müssen sie mal eine Sache richtig machen. Ah, so. So. Doch, ich hab hier FPS-Einbrüche. Doch, ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Wenn ich sterbe. Doch, ich weiß nicht wieso, Leute. Ich versuche das nächstes Mal zu fixen.
Aber aus irgendeinem Grund habe ich FPS-Einbrüche. Frag mich nicht, wieso. Alter, ich komme nicht mehr raus, wa? Oh Gott, for fuck's sake, for fuck's sake. Ah! Ah! Okay. Ach, Mario. Warum kannst du kein Rückwärtssalto à la Ruski machen? À la Ruski? Was ist das denn? Ein Rückwärtssalto à la Ruski. Also du machst ein Salto durch drei Feuerringe und trinkst dabei noch ein Glas Wodka. Genau, okay. Ja. Das habe ich mir nicht gerade nicht ausgedacht oder so. What the fuck? Hat sich auch nicht danach angehört. Ich glaube, der Womp hier fand meinen Witz nicht so lustig. Der hat mich gerade durch die Band, mein Gott, durch den Zaun gebackt. Okay, ich habe jetzt wieder 61 Münzen. Das heißt, ich bin fast wieder da, wo ich gerade eben war. Das ist nicht so schön. Aber wenn ich die roten Münzen fehle, dann ist verloren. Okay, die eine Münze lasse ich jetzt. Ja, fehlt aber aus. Das kostet mir zu viel Zeit. Vier Kamera, Minuten noch. Please stop it. Meine Güte, wie kann man so einen Mist machen? Oh mein Gott. Vor allem bin ich gerade voll gehandicapt. Das ist richtig blöd mit dem FPS-Einbruch nicht. Es tut mir auch leid, weil es ist nicht zum... Ich denke mal, zum Zuschauen wird es nicht so schlimm sein, aber... Ich habe immer das Gefühl, dass es nicht so schön ist. Ah, verdammte Kacke. Sorry, aber ich... Ah, dieses Spiel war mir langsam aggressiv. Kannst dich ruhig aufregen. Ich muss mich gerade so konzentrieren und kann kaum auf irgendwie Commentary leisten, weil ich wirklich... Ich spiele jetzt richtig konzentriert. Oh Mann, ich bin zu blöd für dieses Spiel. So. Wo waren diese dummen Rätsel nochmal alle? Gerade eben wusste ich sie noch. Na, guck mich so blöd an, du doofes Ding. Habe ich jetzt sogar mehr Münzen als vorher? Habe ich immer das Gefühl. Oder? Nee, ich glaube, das ist immer noch gleich. So, 89 Münzen. Okay, 80 Münzen habe ich. Man bekommt 16 Münzen von den roten Münzen. Das heißt, ich muss jetzt so 4 Münzen hinbekommen. Dann habe ich's. Und jetzt komm, mach den Weitsprung bitte richtig. Danke, Mario. Danke. Wo ist das letzte Secret? Wo ist das letzte Secret? Wo ist das letzte Secret? Nein, 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 nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Alles gut. Okay, alles gut. Alles gut. Letztes Secret ist richtig. Das letzte okay. Dingsbums. Zwei Münzen verhauen, aber es sollte immer noch passen. Okay, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp, was ich jetzt hier gerade geleistet habe. Wir haben noch 3 Minuten, aber nein, das schaffe ich nicht. Oh Jesus, ich werde niemals das letzte Secret finden. Oh nein. Ich werde es niemals schaffen, die 8 roten Münzen derzeit einzusammeln. Und plus noch 2 weitere Münzen irgendwo. Wobei, doch eine Spinne gab es noch. Ich glaube, das sollte ich hinbekommen. Immer die 100 Münzen. Ah, nee, das schaffe ich nicht. Doch, ich schaffe das. Ich verkacke gerade auch irgendwie bei den leichtesten Sachen. Belief, Leute, belief. Belief nicht für ihn. Lass ihn verlieren. Er ist keine Pizza mit Käse. Einfach nur, ist bitte, belief einmal für mich. Einmal. Don't do this. Einmal, weil ich muss jetzt auch gerade alle roten Münzen einsammeln und dann bekomme ich beide Sterne. Nein, das wäre nicht so schnieke. Komm, verkack, verkack. Present. Nein. Die Tür klingelt gerade. Willst du irgendwas erzählen, Gio? Hast du irgendwas zu erzählen oder so? Nein, 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 nein. Ja, ja, genau. Alles safe. Embrace Jesus. Akzeptiere ihn in deinem Herzen. Alles safe. Nein, nein, nein. Okay, ich darf nicht zu hektisch spielen. Ich spiele gerade viel zu hektisch. Alles ist gut. Hektisch ist immer toll. Ja, ja, ist okay, Gio. Ist okay. Erzähl ruhig weiter. Komm schon, mein Süßer. Wie ist so das Wetter bei dir gerade? Verdammt warm, leider. Ja, tatsächlich, ne? Es ist super nervig. Kann beim Aufnehmen manchmal echt nervig sein. Mhm. Okay. Das Fenster muss zu sein und alles. 1,5 Minuten und noch oh Gott, ich werd's nicht 4 schaffen. Rote nee. Münzen. Ich geh zerkacken. Es ist machbar. Wenn ich jetzt einmal runterfalle, ist verloren. Und mit den FPS-Einbrüchen ist das tatsächlich möglich. Weißt du, so ein Handicap ist echt nervig, wenn man deswegen vielleicht es nicht schafft. Ich bin so doof. Ach Mann, ich hasse dieses Spiel. Nein, das war blöd. Okay, okay, ist noch machbar. 1 Minute. Also ein bisschen mehr als 1 Minute. Ich stelle mich einfach jetzt hier schon mal davor. Und was hast du denn gemacht gerade? Erzähl mal bitte ein bisschen, was du gemacht hast. Ich bin gestorben. Wo bist du denn gestorben? Wie bist du gestorben? Ich wollte das letzte Secret einsammeln, also die letzte versteckte Münze in der Pyramide. Bin runtergefallen und volles Kracho in den Strudel. Das hört sich nicht gut an. Abgestrudelt. Meine Hände sind gerade so schwitzig. Ausrutschen, los. Oh Mann. Aber es ist machbar. Es ist gerade echt total machbar. Oh nee, komm. Einfach so kurz am Ziel dahinschalten. Das ist doch schön. Es ist total machbar. Wenn ich jetzt nicht hinfalle, ist es machbar. Nur die FPS-Einbrüche machen das gerade so ein bisschen zum Handicap. Weil dadurch ist ja auch das Spiel logischerweise langsamer und ich verliere Sekunden.
Wenn ich so inkompetent wäre, ist echt ein Nachteil, aber Gott sei Dank bin ich so inkompetent. Okay, okay, doch, es ist machbar. Ja, komm schon, 30 Sekunden ungefähr noch. Und ich bin jetzt gleich bei der sechsten roten Münze und die letzten beiden roten Münzen sind auf einmal da. Okay, ich hab's gleich. Nein! Wenn ich jetzt nicht von der Fledermaus... Okay, ich wurde fast von der Fledermaus runtergeschubst. Oh, komm mal, Fledermaus, du hast einen Job gehabt. Einen Job. Und ich hab's, ich hab's. Da, dang it. Also, jetzt darf ich kurz noch den Stern einsammeln und da ist der rote Münzstern und ich hab noch genügend Zeit, um den einzusammeln. Also mach jetzt schnell noch einen Hechtsprung dahin. Nein. Komm schon, spam den A-Button. Ah! Und Reiter, Reiter, Reiter. Ah! Ja, ich bin drin. Ah, that's what she said. Okay, 68 Sterne. Ich hab's geschafft. Woohoo. 68? Oh ja. Na gut, bist du vier vor mir. Mann, fuck, egal. Oh Mann, ey, das war gerade das Schlimmste überhaupt. Okay. Das war's von dem Part, Leute. Kein guter Part von mir, leider. Wenn es euch gefallen hat, dann keine Ahnung. Ich sage jetzt noch, drück einfach die Daumen nach oben, Button, Leute. Das war gerade... Alter, Kommentare sind gern gesehen. Wir freuen uns auf Feedback. Dies da, schaut bei Gio vorbei. Letzter Part gab es bei ihm. Playlist ist in der Videobeschreibung. Seinen Kanallink auch. Bis zum nächsten Mal und ciao. Schönen Tag noch.